Sage mir, wie deine Selbstständigkeit beginnt und ich sage dir, wie sie endet. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video ist ein Ausschnitt aus einem Fernsehinterview und in diesem Video erkläre ich dir meinen Weg in die Selbstständigkeit, wie ich meine Berufung gefunden habe, welche Schwierigkeiten ich hatte, meine Berufung zu finden, warum das so wichtig war, was mir dabei so schwer gefallen ist, wie ich meinen Weg gefunden habe, wie ich es dann geschafft habe, mich selbstständig zu machen. Das ist einfach eine Story. Wenn du dich für mich interessierst, erfährst du hier alle Hintergründe, alle Details und es wird dich inspirieren. Wie gesagt, das ist ein Ausschnitt aus einem echten Fernsehinterview und richtig top Qualität. Ich wünsche dir dafür viel Spaß. Ja, nimm einen Zettel, also wirklich alles ganz ehrlich und authentisch. Ja, notier dir das, was du super findest und ja, am Ende sehen wir uns wieder. Christian, deine Geschichte, die klingt ja fast so ein bisschen wie die Heldenreise in einem Hollywood-Blockbuster. Und wenn man deine Bücher liest, deinen Vorträgen lauscht, in Webinaren oder in Live-Auftritten, dann ist dieser Vergleich auch gar nicht so verkehrt. Der Held, der den Ruf hört, sage ich mal, der sich aufmacht, auf den Weg macht, der in einer ausweglosen Situation steckt und sich dann schließlich daraus befreit. So in etwa könnte das Storyboard deiner Erfolgsgeschichte lauten. Aber du bist der Held in deiner Geschichte, deshalb erzähl uns doch bitte mal, wie war das genau? Wie ging dein Weg in die Selbstständigkeit und wie konntest du so ein mega erfolgreiches Business aufbauen? Ja, also das ist ja nur so eine Sache mit der Heldenreise. Am Ende sieht man so strahlend aus und niemand sieht die Momente, wo man fast untergegangen wäre. Genau, da gibt es Plotpoints. Die gab es natürlich auch. Und ich war 13 Jahre Manager bei Swarovski. In dieser Phase, wo die Firma von 0,5 Milliarden auf 2 Milliarden gewachsen ist, war ich für die Unternehmensentwicklung verantwortlich. Viele fragten mich, warum um Himmels Willen willst du dich selbstständig machen? Meine Mutter zum Beispiel hat das überhaupt nicht verstanden. Und ich habe einfach gespürt, ich wusste gar nicht genau, als was ich mich selbstständig machen soll, sondern mir war nur klar, ich will auf jeden Fall selbstständig sein. Das war so ein Drang und das war ein Entwicklungsprozess von mehreren Jahren. Am Anfang war mir gar nicht ganz genau klar. Ich habe mich mit Berufung beschäftigt. Ja, was ist jetzt meine Berufung? Und ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Ja, und ich würde mir heute alle 10 Finger abschlecken, wenn ich damals unser Programm gehabt hätte, ja, wo man in 2 Wochen da Klarheit bekommen kann. Bei mir hat das mehrere Jahre gedauert und da war dieser Held nicht immer dieser strahlende Mann, sondern jemand, der unsicher war, der nicht wusste, soll ich das jetzt machen, was weiß ich, gefährde ich meine Familie, ja, ganz genau. Und schmeiße ich meine Karriere jetzt weg. Also das heißt, ich habe natürlich gehofft, dass ich erfolgreich werden würde, bin dem Ruf gefolgt, habe das gemacht. Und es ist aber dann nicht sozusagen auf der Autobahn direkt jetzt zu diesem Traumbusiness gegangen, sondern ich habe erstmal mit einer, ja, ich würde sagen, normalen Selbstständigkeit gestartet, wie es 99% machen. Ja, und nach gefühlt 200 Tagen immer im Hotelzimmer als Unternehmensberater habe ich mir dann irgendwann 2015 die Frage gestellt, ob das schon das ist, wofür ich angetreten bin. Und ich habe dann entschieden, nein, das bleibt jetzt nicht dabei, sondern ich suche ein besseres Geschäftsmodell, wo ich wirklich mit meiner Berufung gutes Geld verdienen kann, aber alle anderen Lebensumstände auch perfekt passen. Also die finanziellen Möglichkeiten, aber auch der Freiraum. Und ich wollte immer schon von zu Hause aus arbeiten. Ja, und das habe ich dann 2017 gefunden. Irgendwann ist so, hat es dieses Heureka-Erlebnis gegeben. Und ja, am 10. August 2017 habe ich dann losgelegt, habe die Webseite live geschalten und dann eigentlich nach 9 Tagen den ersten Kunden gewonnen. Und dann haben wir 4 Jahre hintereinander immer den Umsatz verdreifachen können. Also Wachstum, Wachstum, Wachstum. Wachstum. So wie bei Swarovski auch. Aber genau. Es hat eine Weile gedauert. Du hast es jetzt gerade schon geschildert. Das haben sich auch einige Menschen erstmal gewundert und in den Weg stellen müssen. Das ist ja der Klassiker auch bei der Heldenreise. Manche nehmen einen an die Hand, ja, die helfen einem, über die Schwelle zu gehen. Und manche sagen, bist du verrückt? Kannst du doch nicht machen. Du gefährdest die Familie. Das hast du sehr schön erzählt. Unser größter Gegner ist aber eigentlich immer die eigene Angst. Das kenne ich auch von mir. Wenn man für den Entschluss getroffen hat, ich gehe jetzt los für mich, für meinen eigenen Traum, dann ist da erstmal so ein Bibbern, so eine innere Stimme, die einem zuflüstert, lass das lieber sein, ja. Du bist sowieso nicht gut genug, das wird nichts. Ja, auch die ganzen negativen Glaubenssätze kommen dann erstmal hoch, die sich einem in den Weg stellen. Du wirst sowieso scheitern.
Kennst du das auch? Angst, Zweifel auf diesem Weg? Was war ja, auf jeden Fall ständig. Also am Anfang, ich meine, das hat schon angefangen, werde ich meine Berufung finden? Was ist denn ganz genau meine Berufung? Und dann war ich ja auch nicht gewohnt, intuitiv zu spüren. Also wenn du eine Positionierung, eine Strategie definierst, das machst du aus dem Kopf. Aber die Berufung, die musst du intuitiv spüren. Und wie kann man sich dann sicher sein, dass das nicht irgendwie ein Hirngespinst ist, sondern dass das wirklich meine Berufung ist? Das fiel mir am Anfang gar nicht so einfach. Da war ich auch sehr unsicher und das hat sich erst mit der Zeit dann gefestigt. Und heute sieht es so klar aus. Ne? Wir haben ja heute für unsere Kunden einen 4-Schritte-Prozess, wo man ganz klar innerhalb von 2 Wochen erkennt, das ist meine Berufung und dann quasi die beste Positionierung draus macht, mit der man ein Angebot schnürt, das niemand ablehnen kann und wo man dann wirklich gutes Geld mit seiner Berufung verdienen kann. Und das, was jetzt so einfach scheint, dafür habe ich einfach 15 Jahre gebraucht. Du betonst jetzt so sehr und so oft schon dieses Wort Berufung. Da steckt ja auch der Ruf drin letztendlich. Ja, was ist denn deine Berufung? Ja, also meine Berufung ist, selbstständigen Menschen in ihre volle Macht zu bringen, in ihre volle Größe zu bringen. Da kann ich Stunden drüber reden und das ist etwas, was mich dann eben auch strahlen lässt. Ne? Das bedeutet, wenn ich jemand berate und merke, dass die Person eben mit ihrer Berufung schafft, sich im Markt zu verankern und dann eben auch vielleicht im ersten Schritt einen 6-stelligen Jahresumsatz zu erzielen, na, dann kann man sagen, jawohl, jetzt habe ich es geschafft. Oft steckt ja noch der Traum dahinter, vielen Menschen auch zu helfen. Ja, und dann habe ich echt viel Spaß dran, diese Menschen dahin zu führen, dass die in ihre volle Größe kommen. Und es drückt sich dann auch dadurch aus, dass sie dann eben so mittlere 6-stellige Jahresumsätze machen oder gar einen 7-stelligen. Und das nenne ich dann der Weg zum erfüllten Coaching-Millionär. Und da kommt mir gleich das Wort Sinnhaftigkeit, oder? Berufung hat immer sehr viel auch mit der eigenen Biografie zu tun und auch mit dem Sinn dahinter. Also wofür möchte ich meine Zeit tatsächlich auch opfern, oder? Wie ist das? Ja, also es ist ja eines ganz klar. Ich würde sagen, 80% der Leute, die arbeiten, denen fehlt der Sinn. Ja, die suchen dann in anderen Lebensbereichen vielleicht den Sinn, aber sie leben diesen Sinn nicht in ihrem Beruf. Und das ist ja schrecklich. Ja, und das geht viel besser. Das bedeutet, ja, wenn ich Berufung sage, dann meine ich Sinn. Ne, warum sind wir hier? Das gilt's rauszufinden, das ist sowieso die Lebensaufgabe. Und wenn man dann noch das gefunden hat und daraus ein tolles Business machen kann, wo man vielen helfen kann und mit dieser Berufung gutes Geld verdienen kann, wow, dafür ist es wirklich wert zu leben. Und das macht mir einfach Spaß, Menschen in diese Kraft zu bringen, in diese volle Größe zu bringen. Dafür bin ich da, das ist meine Berufung. Das merkt man schon, wenn du sprichst, da geht so richtig das Herz auf. Ja, das ist ja, dir vielleicht, das liebe ich. Ja, genau. Das sieht man sofort, ja, dass du dafür so richtig brennst. Also mir hat persönlich immer geholfen, dass ich mir gesagt habe, so auf dem Weg in die Selbstständigkeit, ich will wissen, was passiert, wenn ich es tue, verdammt nochmal. Und vor allem, wenn ich es nicht tue, was passiert dann? Dann verkümmert mein Potenzial. Das Rennpferd, das im Stall steht, anstatt auf der Rennbahn zu sein, ja, wofür es eigentlich bestimmt ist. Ich glaube, du hattest so einen Vergleich mit dem Ferrari, der in der Garage verkümmert, oder? Ja, also dieses Beispiel, also ich habe mich als Ferrari gefühlt, der seine PS nicht auf den Boden bringt. Also das kann einen ja auch innerlich so zerreißen, wenn du spürst, oh, ich habe theoretisch so ein großes Potenzial, aber ich finde keinen Weg, das zu leben. Ja, also da gibt es, glaube ich, auch Leute, die dann eben zu Süchten neigen oder zu Depressionen neigen auch. Ja, Burnout könnte dann auch kommen. Das sind ja alles Konsequenzen, die damit zu tun haben, dass jemand sein Potenzial nicht lebt. Yeah. Ja, und das ist ja schrecklich, weil oft hinter dieser Angst ja etwas ganz Großartiges steckt. Und wir alle sind ja hier, um diese Ängste zu überwinden, über uns hinauszuwachsen und dann letztlich geläutert als Held, ja, einfach in der vollen Größe anderen zu helfen und damit gutes Geld zu verdienen. Richtig, aber das Selbstständigen-Gen, das hat nicht jeder in sich. Oder ist das Selbstständigsein etwas für jeden? Oder sind manche tatsächlich in einem Angestelltenverhältnis besser aufgehoben? Das sind ja ganz unterschiedliche Lebensentwürfe oder auch Einstellungen. Ja, also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich finde, jeder sollte wissen, was ist meine Berufung. Und die Berufung kann man im Angestelltenjob leben oder selbstständig. Also das ist unabhängig davon. Und da hast du schon völlig recht. Um selbstständig zu sein, da gehören dann doch noch ein paar Faktoren dazu, damit das auch klappt. Man braucht zum Beispiel Mut. Ja, also man sagt ja, dass der Weg, ja, das, was so toll aussieht, der ist gepflastert, drücken wir es jetzt mal positiv aus, von Erfahrungen. Ja. Das heißt, da klappt nicht immer alles. Und dann musst du schon auch dieses Durchhaltevermögen haben. Du musst dein Warum kennen, immer wieder aufstehen, weitermachen, Trial and Error und
ja, irgendwie findest du dann deinen Weg, der für dich maßgeschneidert ist und wo du dann glänzen kannst. Ja, wie heißt es so schön? Immer hinfallen, Krone richten, weitergehen, oder? Genau. Ja, wenn du auch in deiner Selbstständigkeit so viel Erfolg haben möchtest und vor allen Dingen gleich richtig durchstarten möchtest, dann rate ich dir, dass wir uns schon bald kennenlernen. Zum Beispiel jeden Mittwoch 18 Uhr führe ich die Live-Sendung durch, wo du dich sogar live von mir völlig kostenfrei beraten lassen kannst. Zu jedem erdenklichen Thema. Unterhalb vom Video kannst du auf einen Link klicken und ich persönlich würde mich sehr freuen, dich schon bald persönlich begrüßen zu können. Bis bald.